Moin, ich bin Ofe von T&T E-Mobility und das ist meine Schwester Locke. Locke hat mal wieder was gesagt zu mir, wo ich gedacht habe, das muss ich euch wissen lassen. Ich muss jetzt schon sagen, wir haben so ein bescheuertes, ja, inhaltsloses auf seinem, Video. Auf seinem Kanal, aber das kennt ihr ja von seinem Kanal. Hier läuft das jetzt anders. Ach, also, du bist zu mir gekommen und hast gesagt, du hast ja so einen schönen Taycan, den musst du versiegeln. Und ich sage, hä, wieso und das? Tut uns ja auch leid, dass wir nur schon wieder über Keramik berichten. Ja, aber ich weiß, das ist mal eine Folie. Genau, jetzt kann das. Egal. Hier wird gearbeitet, genau. Also folgendes: Das Auto, hast du gesagt, soll Keramik versiegelt werden. Und ich habe gesagt, wieso denn das? Genau. Warum muss man das machen? Und das ist der einzige Grund, oder warum ich dieses Video mache. Warum man Keramikversiegelung auf Folien auftragen sollte, könnte oder warum man das macht. Und das erklärst du mir jetzt mal. Ja, ganz herzliche Grüße an Kai. Kai Hüttmann hat nämlich gesagt, er hat sein Auto auch folieren lassen und wollte das dann Keramik beschichten. Daraufhin habe ich nämlich meinen Hersteller angerufen und habe gesagt, aber wie sieht es dann aus? Gibt es für Folie überhaupt eine Keramikbeschichtung? Und gibt es tatsächlich für Kunststoffteile, für Aluminium, für Glas, also wirklich für alle Typen. Und deswegen kannst du auch eine Folie Keramik versiegeln. Die hat dann die gleichen Vorteile, wie wenn du das Lack versiegelst. Also Fliegen haften nicht so gut dran, lässt sich leicht reinigen, sind die gleichen Vorteile wie bei einer Lackversiegelung quasi. Genau. Und das haben wir jetzt bei dir gemacht. Was würde das jetzt kosten, wenn man als normalsterblicher hier bei dir anfragt? 950 Euro. 950 Euro. Und die 750. Ja. Noch rüber mit der Kohle. Ja, ne? Ja, ja, ist klar. Ist schon lange überwiesen. Aber so viel Geld hast du gar nicht auf deinem Konto gesehen, wie ich dir gerade überwiesen habe. 750 Euro. Nein, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gut finde und mir das auch überlegt habe, weil ich wohne nämlich bei mir, meine gelbe Halle, die kennt ihr doch. Und bei meiner gelben Halle sind unheimlich viele Bienen. Warum? Ja, warum wohl? Weil sie gelb ist. Und dann sehen sie meinen grünen Taycan und die scheißen da drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Habt ihr das schon mal gesehen? Bienenscheiße? Das frisst sich richtig in den Lack rein. Und deswegen war mir das wichtig, dass dieses Auto versiegelt wird. Naja, und Kai hat das jetzt tatsächlich schon im dritten Jahr und Kai ist immer noch total zufrieden. Einmal im Jahr machen wir den Lackcheck, Foliencheck sozusagen, und funktioniert wirklich super. Der ist total happy. Fliegen, Mistdreck lässt sich immer noch leicht entfernen. Und ja, genau. Total happy. Also, ja, also deswegen habe ich das gemacht. Kai Hüttmann, schöne Grüße. Auch ein E-Cannonball-Teilnehmer mit seinem Model S P100D in Orange foliert. Vielleicht schickst du mir mal ein Foto von ihm, wenn du hast. Mhm. Oder Kai, schreib mal hier einfach drunter. Ich finde es gut, ich freue mich drüber. Ich bedanke mich natürlich bei dir, dass wir das mal ausprobiert haben. Und ich werde dann im Laufe der nächsten Wochen darüber berichten, wie sich das so verhält im Alltag. Denn ihr wisst, ich fahre viel mit der Karre. Ich habe sie jetzt 1 Jahr, 3 Monate, 40.000 Kilometer. Sieht man an der Frontscheibe. Ja. Ordentlich Steinschläge drin. Ja, das ist halt Porsche und ich fahre ja meistens linke Spur mit 100. Ja, das, genau. Naja, auf und jeden Hut, Fall. Hut auf. Hut auf, genau. Und Klobrille auf dem Klo, egal. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt doch mal unten rein, wie heißt denn das Ding da? Häkel. Wir haben schon 3 Minuten geschafft. 3 Minuten, ne, ist doch egal. ja. Nee, aber sonst finde ich dein Auto auch schick geworden. Diana, die Frau von Kai, hat schon gesagt, das ist genau die Farbe, die sie will. Liebe Grüße an Diana. Ist schon bissig, ich finde es gut. Ein Fan mit Diana hast du dazu gewonnen. Mhm. Gut. Die beiden stehen ja auch auf krasse Farben. Ja, ich finde es auch gut. Ich find's, wir haben jetzt dieses Schwarze noch mal ein bisschen überpoliert. Ja, das Schwarze ist ja Lack, genau. Originallack. Aber hier unten hat er draufgeklebt, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Das ist draufgeklebt. E-Cannonball, das Auto ist der E-Cannonball-Herausforderer. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass ich gegen den Verlierer des letzten Jahres, Alexander Bloch von Automotorsport, antreten werde. Wahrscheinlich wird er auch mit dem Grünen. Wir wissen das noch nicht. Wollen wir mal gucken, ob er diesmal wieder verliert. E-Cannonball, ihr seid hoffentlich wieder alle dabei. Abonniert auch den Kanal bitte vom E-Cannonball. Bist du auch wieder nicht dabei, wie noch nie, wie immer, ne? Nee, diesmal nicht. Habe ich gerade, muss ich zur Oma oder sowas. Also, Hamsterrad-Husten, ne? Hamsterrad-Husten. Okay, alles klar. Ja, Michael, vielen Dank. Und, ja, sehr gerne, wie immer. Und tschüss. Gute Zeit. Tschüss.